Tausende Demonstranten zogen am späten Dienstagabend vor das armenische Parlament in Erivan, um gegen den von Aserbaidschan gestarteten Militäreinsatz gegen die Südkaukasusregion Bergkarabach zu protestieren. Sie forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinyan und warfen ihm Verrat an den Armeniern in Bergkarabach vor. Berichten zufolge setzte die Polizei Blendgranaten ein. Die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan hatte am Dienstag eine groß angelegte Offensive zur Eroberung Bergkarabachs gestartet, mit der Begründung, Armenien bereite Terrorakte vor und habe die Bereitschaft des Militärs erhöht. Die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region verzeichnete Dutzende Tote und Verletzte. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen. Ein ähnlicher Appell kam auch aus Russland. Für Donnerstag wurde in New York eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen. Unterdessen setzte Aserbaidschan seinen Militäreinsatz auch am Mittwoch fort.